Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video des Amazon Fire TV Cubes. Wir haben jetzt schon Unboxing gemacht. Wir können jetzt hier auch mal von der Fernbedienung das Pflaster abmachen. Wir haben einmal die neue Fernbedienung vom Fire TV Cube. Sieht eigentlich aus wie alle anderen. Mit dem Batteriefach, das ist genau wie bei den anderen. Das Einzige, was wir jetzt neu haben, ist, dass hier unten die drei Tasten dazugekommen sind. Und wartet mal, wo habe ich meine Fernbedienung? Moment. So, ich habe mal schnell nochmal die Fernbedienung geholt. Das ist die vom Fire TV Cube dritte Generation. Fire TV dritte Generation und die vom Cube. Ja, also die vom Cube ist ein Stück kleiner. Also wenn wir jetzt die Beuge hier alle mitnehmen. So. Seht ihr, die ist ein Stück kleiner. Oben hat sie jetzt hier, hat der Cube hat IR, das sieht man nicht, das wird dann so ein bisschen spiegelt. Das normale Fire TV nicht. Unten geht der Cube. Bei dem Cube Fire TV geht die Fernbedienung hier hoch. So. Und beim älteren nach unten. Und die Knöpfe halt. Ja, aber so ist Alexa ist hier bald und hier leuchtet es halt. Ja, aber das Leuchten, das ist. Ja, das sieht halt. Ich weiß nicht, ob das ein Gelb, ein Grün oder ein Rot sein soll, weil hier leuchtet irgendwie mehrere Farben. Finde ich eher kontraproduktiv, aber naja. So, die Fernbedienung haben wir. Dann haben wir hier den IR-Sensor. So. Wie auch so ein Klavierlook gehalten. Unten haben wir dann eine große Fläche mit Anti-Rutsch-Gummi. Das wird mit einem Klinkenstecker angesteckt und der Kabel ist so schön lang, dass man es verstecken kann. Der ist für normale Fernbedienung, dass man mit dem Cube praktisch mit der normalen Fernbedienung den Fernseher steuern kann oder dass der das abgreift und weiß, was Fernseher an, Fernseher aus, dass der das sendet oder so. Ich habe keine Ahnung, jeweils funktioniert es. So, dann haben wir den Stromkabel mit bei. Das ist hier auf amerikanisch, logischerweise, ist auch lang. Ich habe meinen Adapter schon rausgesucht. Ja, da stecke ich das dann einfach hier rauf. Und dann kommt das so in eine Steckdose und dann passt das schon. Der ist nicht im Lieferumfang enthalten. So. Und früher war das halt so, bei den letzten Generationen, ihr habt halt nur diese Teil gehabt, wie ihr von Smartphones kennt, mit einem USB hinten drin und dann fertig ist. Der Fire TV dritte Generation, da muss ich euch den Stecker nochmal zeigen, hat uns Fire TV dritte Generation, erstes Stick, zweites Stick, 4K-Stick, die haben auch USB. Also genauso wie ich das euch mit dem Stecker jetzt gerade gezeigt habe, mit zack rin, USB ran und dann USB in den Fire TV Stick oder halt Box. Die erste Box und die zweite Box, die haben so einen Anschluss, aber in verschiedenen Größen. Ja. Das ist für mich, ehrlich gesagt, noch mehr, also die haben ja damals gesagt, da kamen ja Bilder von dem Cube raus mit dem Stick. Also mit diesem, was wir als Fire TV Cube, als Fire TV gekriegt haben, als nicht als Stick, sondern als normalen Fire TV. Und da muss ich sagen, wenn man jetzt so die Parallelen guckt, der Cube, die Box erste Generation, die Box zweite Generation, haben alle so einen runden Stecker. Also, ja, also bei dem anderen kann man aber auch hier USB wechseln. Aber der Stecker ist gleich. So wie ihr halt vom Laptop kennt, so einen kleinen oder von Ladestationen teilweise und so. Der Fire TV Stick erste, zweite, 4K und der Fire TV dritte Generation. Und die werden alle mit USB-C, mit USB angeschlossen. Also am Gerät hast du einen USB-Anschluss. Amazon hat zwar damals dementiert, dass der ein Stick ist, der Cube, dass der normale Fire TV, den ich habe, der. Wartet, ich zeig mal, ich habe mir schon abgebaut. Hier. Dass der.
Nee, ist auch nur Mini-USB. Habe ich mich geirrt, ist Mini-USB. Dass der hier, ja, hat Amazon gesagt, das ist wirklich ein Fire TV. Und kein Stick. Ich habe immer noch die Schutzfolie drauf, nicht wundern. Weil ich Angst hatte, dass er zerkratzt. Tja, keine Anschlussmöglichkeiten. Das Einzige, was hier dran ist, ist der. Sieht man das? Ja. Und da kommt der USB ran. Wir können nicht mehr erweitern durch eine SD-Karte. Ich habe damals echt noch gehofft, dass man den Deckel hier vielleicht abheben kann. Dass hier so eine kleine Kerbe drin ist. Und dann kannst du den Deckel abmachen oder abschieben oder so. Und dass du dann innen drin, wie bei Smartphones, eine SD-Karte drin schieben kannst, um den Speicher zu erweitern. Wäre ja natürlich geil gewesen. So wie beim ersten konntest du das mit einem USB-Stick, beim zweiten mit einem SD-Stick. Mit einer SD-Karte konntest du den Speicher erweitern. Nicht richtig erweitern, konntest bestimmte Sachen auslagern. Und da habe ich damals gedacht, wo ich mir den gekauft habe, geil, vielleicht ist, haben zwar nicht gesagt, aber vielleicht kann man den Speicher wirklich doch innen drin irgendwie erweitern, dass man das abmacht und dann eine SD-Karte reinmacht und dann den Speicher richtig erweitern kann. Wie früher bei Smartphones, wo man sagt, oder bei der Anker X, bei dem Receiver, den ich habe, die erste Box, bei der zweiten weiß ich es nicht, dass man eine SD-Karte drin macht und dass man im Menü geht und sagt, die soll formatiert werden und als erweiterter Speicher genutzt werden. Und dann wird der Speicher nicht mehr so wirklich angezeigt, nur wenn man im Menü so guckt, erweiterten Speicher, aber der wird eher als internen Speicher gezählt. Und dann hat man natürlich mehr Speicher. War leider nicht so. So, dann haben wir hier noch so ein Ding mit bei. Hier, wo da der Aufkleber ist, da ist das Amazon-Logo. Jetzt sieht man es so ein bisschen. Und Mini-USB. Und dann haben wir hier halt LAN, was wir anschließen können. Und ein Mini-USB, um, was weiß ich, vielleicht eine Festplatte und einen Verteiler anzuschließen. Festplatte, irgendwas, ich weiß es nicht. So, dann haben wir einmal Fire TV Cube. So ein kleines Heftchen. Logischerweise alles in Englisch. Dieses. Dann haben wir so ein buntes Heftchen, wo so ein paar Befehle von Alexa drin stehen. Aber logischerweise auch alle in Englisch. Ich zeige euch mal einen. Einfach Pause machen. So. Dann haben wir hier nochmal Fire TV Cube. So ein schwarzes Ding. Da ist die Batterie drin. Achso, das ist die Anleitung. Okay. Eternal Adapter. Oh Gott, ich schwitze wie ein Schwein, Leute. Es ist hier wieder schon wieder total warm, über 30 Grad. Kannst du keinem erzählen, ey. Im August über 30 Grad. Oh, hier ist nur eine Katze drauf. Das könnte, und genau in der Ecke, wo mein Kater mal liegt. Da muss man gucken, da ist die Katze. Ist genau wie bei mir. Bloß mein Sideboard ist nicht so hoch. Lowboard. Ja, und dann halt die Fernbedienung, alles erklärt, aber alles halt in Englisch. Jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Ihr habt alle darauf gewartet. Müssen wir nur gucken, wo er hier abgeht. Ah, hier. Machen wir einfach hier so auf. Der ist schön im Klavierlack. Achso, hier kann man das irgendwie... Hier soll man das irgendwie aufreißen können. Och, was nicht so wirklich geht. Ach doch, jetzt geht's. Scheiße! Oh, ich habe das Falsche abgelöst. Ich habe... Achso, nee, das muss ich ablösen. Achso, gut. Oh, scheiße, muss ich komplett alles ablösen. Ich wollte nur hinten die Anschlüsse, die waren nämlich verdeckt. Ja, ich wollte die Anschlüsse nur abmachen. Ja, aber die waren halt, ich krieg's nochmal auf, waren halt so verdeckt und den musste ich abmachen. Und das war hier schon zum Teil ab und ich habe gedacht, das zum Lösen ist das, aber das war halt, naja, ja. So, dann haben wir unten vier Gummifüße und hier ist, denke mal, für den Lautsprecher. Weil wir können, das ist ja ein Fire TV mit integrierten Alexa. Ein HDMI-Kabel ist nicht mit bei, fällt mir gerade ein. Also das ist eine schwache Leistung, dass da nicht mal ein HDMI-Kabel mit bei ist. Das ist eine echt schwache Leistung. Also Amazon, schwache Leistung.
Und dann haben wir halt hinten Strom, HDMI, den Klinkenkabel, was für IR ist. Und da ist der USB-Adapter, dass wir halt LAN anschließen können. Hier vorne haben wir dann die Lichtbar. Hier haben wir die Knöpfe, die ihr ja auch vom Amazon Echo kennt. Und sonst ist der komplett Klavierlack außenrum. Und das Amazon-Logo ist nur vorne da drauf. Ja, dann können wir das ja schon mal vorbereiten, dass alles an die richtige Stelle kommt. Den müssen wir natürlich schon mal abmachen. Einmal dann halt den Stromkabel, der kommt ganz außen, wie ich schon gesagt habe. Ja. Dann, ich schließe das jetzt erstmal nur pro forma kurz an, damit ihr das sehen könnt. Dann den IR-Sensor, der kommt hier hin. Seht ihr das? Dann. Und dann, wo haben wir den? Da haben wir ihn. Den USB. Der kommt ganz hinten ran. So, und dann kommt da halt nur noch HDMI. So, das soll es jetzt soweit zum Hardware-Video gewesen sein. Ich habe euch das alles gezeigt. Der ist komplett Klavierlack. Oben sind auch Löcher drumherum. Sehe ich gerade. Seht ihr das? Um die Tasten? Also, sind so kleine Löcher. Mal gucken. Ich werde den jetzt gleich mit euch anbauen. Und dann werden wir uns mal überraschen lassen, was da denn passiert. Ich bin mal gespannt. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.